Guten Morgen, meine Lieben. Moment. Der Luisa ist ihr kleines Pferdchen runtergefallen. Ja, wie ihr seht, sind wir noch nicht so lange wach und ich habe eine ziemliche brummige Stimme. Ich habe mich heute selbst erschrocken, da mein Telefon geklingelt hat und ich bis dato noch nicht gesprochen habe. Und dann gehe ich ran und so, hallo. Es war so schlimm. Ich habe mich so, es hat mich so peinlich berührt, weil diese Person, die da angerufen hat, mit der habe ich noch nie telefoniert, das war halt so eine Agenturschefin. Und ich so, hallo. Die wird sich aber irgendwas gedacht haben. Naja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich, nicht einmal Halsschmerzen oder so, aber es ist richtig so, ein bisschen kratzen tut es schon, aber ja. Auf jeden Fall haben wir heute einiges zu tun und zwar machen wir heute Fotos, die gesamte Family. Ich habe mir gedacht, so ein paar Fotos für mein YouTube-Banner und ein Profilbild und so. Ich werde jetzt endlich Autogrammkarten machen, weil ich werde immer so oft nach Autogrammkarten gefragt und ich habe nie welche. Und ich habe mir gedacht, komm, machst das jetzt endlich mal. Und auch speziell für das Meet and Greet, welches es bald geben wird. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen Bescheid. Und Sophie ist am Balkon. Und ihr hört sie schon. Sophie? Sophie? Wie könnte es anders sein, wenn der Postbote kommt? Warum hassen alle Hunde den Postboten? Sophie? Javi? Ich kann sie nicht mal rufen. Wecken wir sie auf. Lisa. Da. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh mein Gott, wie schaut sie schon wieder auf dem Boden aus? Guten Morgen. Patrick? Guten Morgen, Patrick. Du wach? Der Patrick ist auch wach. Ich war wach, Patrick. Ja. Ich war wach. Ich bin voll im Wind. Ja, richtig. Ja, Michael versteckt sich in deine Blumen, oder was? Also, damit man alle sehen kann. Wir frühstücken gerade. Was? Man merkt, das weißt du, und ich bin jetzt auf zur Hose. Ja, meine Lieben, auf jeden Fall seht ihr, wir frühstücken gerade noch. Hab mit Ach und Krach die Kinder wach bekommen, also die Lara und der Patrick. Sind die zwei Schlafmützen im Haus, wobei die Michelle eigentlich auch eine Schlafmaus ist, gell? Ja, wir frühstücken erstmal und danach machen wir uns fertig. Okay, gehen wir dann ein bisschen shoppen. Wer hat Bock auf Shopping? Shopping, Shopping, wow. Begeistert mit den Grenzen. Das haben wir noch gar nicht hergezeigt. Schaut mal, wir haben uns so Edelstahl-Trinkhalme gekauft. Mama, yeah. Aber darf ich denn noch komplett essen? Komplett essen, sicher. Okay. So, meine Lieben, ich bin mit der Affenbande im Donauzentrum angekommen. Ah ja. Geh mal. Entschuldigung, Entschuldigung. So, rechts. Wo fahren wir? Komm, rechts. Nein, nein, nein. Nichts. Ja, doch. Ja, dann. Ein weißes vielleicht. Ja, ist das ein weißes? Ja.
So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich war vorhin schnell noch beim Friseur Haare waschen und föhnen, aber ich muss ehrlich sagen, das, was sie gezaubert hat, das kann ich eigentlich noch mal ein bisschen besser. Ja, war jetzt leider nicht so der Burner und ja, ein Griff ins Klo. Ich bin ein bisschen unter Stress, weil ich muss mich noch schminken, der Papa ist noch nicht zu Hause, der muss auch noch duschen und in einer halben Stunde haben wir unseren Fototermin. Ich bin ein bisschen, ja, was soll ich sagen, die Kinder waren auch super anstrengend beim Einkaufen, das war echt nicht lustig. Ich hatte auch überhaupt keine freie Hand zum Vloggen oder so. Es war einfach purer Stress und pures Chaos, weil ich mich schnell beeilen wollte. Ich werde euch dann nachher zeigen, was ich geshoppt habe. Ich werde mich jetzt aber zuerst mal schminken. Wir sind endlich fertig. Ja. Hier sind meine Mäuse. Zeig mal von vorne, Lara. Wow. Hier ist der Papa auch endlich mal nach Hause gekommen. Die? Okay, Bas, nimm die. Und ich zeige euch mal, wie ich ausschaue. Und es regnet, deswegen schnell rein. Bist du nervös, Papa? Du hast dich geschminkt? Ich will ja gerne mit der Schminke weiter. Dein bestes Lächeln, Patrick. Wie schaut das aus? Patrick. Geh weg. Ich will den Papa sehen. Ich will den Papa sehen. Was ist das für mich? Zeig uns deinen Tanz. Okay. Hey, ich will den Papa sehen. Papa macht mal ein Foto alleine, der war noch nie ein Foto alleine gemacht. Du musst deine Haare nochmal bürsten. Komm her. Bist du müde? Da ist die Bürste. So, meine Lieben, fertig bei der Fotografin. Ich sag's dir, das war jetzt noch ein. Also, es war stressig, weil die Lisa so schüchtern ist und sich nicht fotografiert. Sie wollte nicht fotografieren, das hat immer gemacht. Ja. Ja, jetzt sind wir alle umgezogen in White, Black and White und wir suchen. Ja. Ja, du hast so geschrien, oder? Meins. Bleib stehen, aber hier könnten wir es machen. Weißt du, hier auf diesem Pflasterweg, aber mit dem. Wie schaut denn das aus? Wir suchen gerade ein Plätzchen für Instagram-Fotos. Hier, Mama! Hm, ist nicht gut? Mama! Auf dieser Allee, ja? Hier kann man doch einkaufen. Ja. Mhm. Ja, das kann man nicht. Das kann man nicht. Was? Mama! Ja! Meine Freundin! Ach so? Ja, das, was der Baum und der Party gesagt hat, ist. Die Sonnenblumen hat sie gezeigt. Ja, und darauf, in die Weinberge? Da könntest du in den Weinbergen könnt man ein Foto machen. Wohin dort? Vielleicht hier den Weg? Nein, da, schon gleich in diese. So, meine Lieben. Komm mal raus in den Schmutzzirk. Nee, ich hänge nur so. Sorry. Hat so ausgeschaut. Ja, wir sind auf jeden Fall schon länger wieder zu Hause und ich habe mich nur nicht mehr gemeldet, weil ich damit gekämpft habe, dass die Luisa schläft und ja, ich habe es geschafft. Ja. Ja, bei der Luisa ist es so, dass ich sie immer ins Bett bringen muss und mit ihr einfach immer mega lange liegen muss
Und dann habe ich wohl nichts, also ich habe dann gar nichts vom Abend. Ich habe keine Zeit mit den anderen Kindern verbringen. Geschweige denn mit Papa, den sehe ich ja nur am Abend. Ja, deswegen müssen wir da so eine kleine Routine einführen. Aber ich warte jetzt mal noch die Ferien ab. Und danach mit der Schulzeit bildet sich eh wieder so eine Art Routine. Mal gucken, wie wir das dann so handhaben werden. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall abschminken. Und danach werde ich auch ins Bett gehen. Aber ich quatsche noch ein bisschen mit euch. Ach, na, schminke ich mich. Ah, das T-Shirt habe ich noch gar nicht gezeigt. Weil das möchte ich nicht. Wo ist denn das? Weiß ich nicht. Wo ist der Patrick? Ich weiß nicht. Ich schau mal im Zimmer. Hier hat man nie mal Ruhe, ne? Dieses T-Shirt. Ach, habe ich. Dieses T-Shirt. Dieses. Moment. Problem gelöst. Was soll ich denn sagen? Also, ich wollte euch mein T-Shirt zeigen. Das habe ich mir heute gekauft. Das ist mein allererstes Hollister-T-Shirt. Moment. Backerbsen? Ist. Ja. Kinder. Was wollte ich denn sagen? Also, mein erstes Hollister-T-Shirt. Ich finde das so schön. Ich finde Hollister ist eine richtig coole Marke. Ich hatte bisher noch nie was davon. Ich habe immer dem Patrick noch was gekauft. Und diese T-Shirts haben wirklich immer mega lange gehalten. Die gehen nicht ein beim Waschen, was zum Beispiel bei den Primark-T-Shirts ganz begehrt ist. Wirklich, also Primark-T-Shirts, glaube ich, kaufe ich keine mehr für Papa oder für Patrick, weil die wäschst du so 2-3 Mal vielleicht und mit dem Trocknen in Kombination ist das dann wirklich. Also geht das meistens eine ganze Größe bis sogar 2 ein. Ist mir aber letztens auch bei einem T-Shirt vom H&M passiert. Das ist dann ärgerlich. Na? Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr diese Ohren. Habt ihr die wahrscheinlich schon öfters gesehen. Die trage ich auf mein Knie. Auf jeden Fall schminke ich mich mal ab. Ich schminke mich immer gerne mit meinem... Das ist mein Lieblingsabschminköl. Das ist ein Autofokus. Ja, mein Lieblingsabschminköl von Alverde. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich verwende das immer, wenn ich meine Augen krass geschminkt habe. Das heißt, wenn ich Lidstrich und Wimperndusche trage, dann verwende ich gerne immer das hier, weil das geht super schnell runter. Und ja, ich muss nicht 3000 Millionen Wattepads verwenden oder, keine Ahnung, mit Zellenwasser oder sonst irgendwas. Deswegen verwende ich das super gerne. Man schaut danach halt aus wie ein Psycho, aber das interessiert ja keinen dann. Ist ja wurscht. Jetzt mache ich mir so ein Abschminkpad nass. Ich kann euch das verlinken, wenn ihr möchtet. Ich werde immer danach gefragt. Das habe ich bei Amazon bestellt für echt weniges Geld. Und ich zeige euch das mal im Vergleich. Diese zwei habe ich vom DM und die haben auf jeden Fall eine viel, viel schlechtere Qualität. Mir ist der Fokus los. Hier, seht ihr, da ist gar kein Flausch mehr drauf. Das geht noch irgendwie, aber das ist richtig schlimm. Und diese, die sind super. Die... Irgendwas mit der Kamera, glaube ich. Irgendwie brauchst du den Autofokus, denkst du lang, oder? Egal. Auf jeden Fall mag ich das total gerne. Und die sind auch viel kostengünstiger wie die vom DM. Nur so eine Bemerkung von mir am Rande. Falls ihr auch sowas sucht, nehmt nicht das vom DM. Das ist leider nicht so gut. Das Grobe ist schon mal weg. Und jetzt... Die Leute, die mir länger folgen, wissen, was jetzt kommt, oder? Tada, mein Lumi und mein Lumi-Kopf. Auf jeden Fall kommt jetzt noch mein Cleanser drauf. Den mache ich da immer so. Ich mache da immer so ungefähr. So viel drauf. Geht's ran an die Superreinigung.
fertig und bitte gebt euch das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber ich glaube schon. Seht ihr, wie viel Dreck da noch rausgekommen ist? Ist das nicht mega krass? Ich habe eigentlich schon ziemlich gut abgeschminkt ausgesehen, ne? Mit dem Öl. Aber das ist nicht so. Das ist, ja, so bin ich dann früher auch schlafen gegangen, ne? Man schminkt sich ab und man denkt sich so, ja super, ich schaue schon abgeschminkt aus. Und nur mein Gesicht mit Wasser und dann fertig, geht schon ins Bett. Aber das reicht dann wirklich nicht. Und seitdem ich meinen Lumi habe, habe ich nie mehr so richtige Hautunreinheiten gehabt. Beste Investition ever. Und genau, das wollte ich auch auf YouTube erwähnen. Der Lumi, der wird ein bisschen teurer. Das heißt, für die Leute, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, sich einen Lumi zu kaufen und sich das nur nicht so getraut haben, weil er ja doch nicht so günstig ist, ne? Bis September kostet er quasi noch bis mit dem alten Preis, dem günstigeren. Ab September wird er dann teurer. Also, falls ihr einen haben wollt, schreibt mir gerne. Unten in der Infobox ist eine E-Mail-Adresse und falls, ich werde euch aber auch zwei Links reinpacken. Schaut mal unten in die Infobox, dort sind Links für Deutschland und für Österreich. Dort könnt ihr mal gucken, ob so ein Lumi überhaupt was für euch wäre. Ich kann euch dann auch die perfekte Pflege dann dazu empfehlen und für eure Haut. Deswegen, ja, wie gesagt, könnt mich gerne anschreiben und sonst schaut einfach unten in die Infobox, dort steht alles, die E-Mail-Adresse und alles, was ihr wissen müsst. Jetzt kommt bei mir immer der Toner. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sein Gesicht so porentief reinigt, muss man diese Poren, die man jetzt geöffnet hat, um zu reinigen, auch wieder verschließen. Und es ist etwas, was ich nie gemacht habe. Und ich schwöre so drauf, ich sag's euch, ich schwöre so offen auf diesen Toner. Der bringt nämlich eure Haut diese pH-Balance zurück. Meine Nachtpflege, für die Leute, die es interessiert, für normale bis ölige Haut, bis fettige Haut, ölige Haut. Ja. So, und ich bin jetzt fertig und werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.